Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin angekommen und zwar an dem Hafen vor Porto. Den Namen des Ortes blende ich jetzt mal kurz ein und von hier aus werde ich mit dem Bus nach Porto fahren. Das ist parkplatztechnisch wohl ein bisschen sinnvoller und der soll auch nicht so viel kosten. Und diesen Bus suche ich jetzt mal. Für die Leute hier alle anstehen und jetzt habe ich rausgefunden und zwar für eine Buchhandlung. Ja, soll wohl sehr schön sein da drin, aber das hier, oh, bis da hinten ist es mir nicht wert. Was sagt ihr zu Portugal, zu Porto? Ich finde es bisher ganz schön. Ich bin gespannt, was noch auf mich wartet. Ich habe jetzt erstmal nur den oberen Teil gemacht. Ich werde jetzt weiter runtergehen. Hier bin ich gerade im Bahnhof. Bin mal nach hinten gelaufen, weil hier weniger los ist und es nicht so laut ist. Und gleich gehe ich, wie gesagt, runter zum Wasser und dann mal auf die andere Seite. Mal schauen, was mich da so erwartet. Aber ihr könnt ja schon mal drunter schreiben, was ihr oder was du von Porto so hältst. Ruby,
Eieieiei. Ich sag euch, 5 kleine Portweingläser. Nicht zu verachten. Also ich habe alle 5 geschafft. Ich muss sagen, der rote schmeckt mir am besten. Aber ich muss mir jetzt mal ein bisschen was Deftiges zu essen suchen. Damit das auch alles seinen natürlichen Gang geht. Sehr lecker, sehr zu empfehlen, wenn ihr mal hier seid. Das hat jetzt, die 5 Stück haben jetzt 5 Euro gekostet. Man kann sich mal quasi durchprobieren von weiß bis rot. Man soll bei weiß anfangen, bei rot aufhören. Und war sehr lecker. Ich guck mal, vielleicht finde ich noch einen für unterwegs oder als Souvenir für zu Hause. Einen wunderbaren. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, es tut mir leid. Aber dafür heute. Heute beginnt ein neuer Tag. Wir haben, naja, was heißt beginnt? 12:30 und ich bin auf dem Weg durch diesen Windpark hier in die Berge. Ich bin schon in den Bergen angekommen. Da ist irgendwo das Meer. Ich bin jetzt in den Bergen. Ich brauche mal einen Campingplatz. Ich möchte mal duschen. Ich muss ein bisschen Strom nachtanken. Und das mache ich jetzt hier. Und habe jetzt mal ganz kurz hier angehalten, um mal durchzuatmen, um mal zu gucken, was hier oben ist. Und euch ein kleines Update zu geben. Also, das ist der Plan. Ich fahre jetzt weiter und die Landschaft hier ist wirklich sehr schön. Ganz anders als unten am Meer, aber trotzdem auch wunderbar schön. Also, wir sehen uns gleich wieder. Wie angekündigt, bin ich jetzt hier mitten in den Bergen auf einem Campingplatz. Ich habe mich hier aufgebaut, direkt neben einem anderen Land Rover aus Portugal. Sehr nett. Kurz unterhalten, bevor sie gefahren sind. Stehe hier mitten in so einem Parkgebiet. Sehr cool, hier ist ein kleiner Bach, der hier rauscht. Ab und zu wurde mir gerade gesagt, kann auch mal ein kleines Pony vorbeikommen. Ich soll mich nicht erschrecken, das tut nichts. Ja, es ist ziemlich cool hier und relativ günstig. Ich glaube, es kostet pro Person 3,80 Euro und für das Auto mit Zelt auch nur 3,80 Euro. Das heißt, ich habe hier eine Nacht für unter 10 Euro, für nicht mal 8 Euro. Gut, 1,60 Strom, glaube ich, noch dazu pro Tag. Aber das ja, wie gesagt, unter 10 Euro, richtig geil. Und jetzt kann ich mich hier schön ausbreiten, hinsetzen und ein bisschen aufarbeiten und mich endlich mal wieder ordentlich duschen und waschen und Strom so komplett aufladen. Wird richtig cool. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt heute und morgen nicht viel passieren. Wenn ein bisschen was passiert, nehme ich euch auf jeden Fall mit. Ansonsten sage ich einfach mal bis später.